There was a game, some sort of huge and lavish game. They said that you need major brains and major balls, just so you don't suck. Es ist Winter 2023. Ich spielte jüngst ein Videospiel. Eines, welches ich schon lange auf dem Pile of Shame liegen hatte. Es würde sich bald herausstellen, dass es weniger ein Spiel und eher eine Lebensaufgabe sein sollte. Eine, die möglicherweise zu groß für mich war. No matter how good you skilled, you grind a lot. Level up, yet get killed. Dies ist meine Geschichte. Meine Geschichte mit Valkyrie Profile 2. Silmaria. Doch erstmal blicken wir ein paar Jahre in der Zeit zurück. Es ist schon fast 20 Jahre her, als ich auf einem Treffen der deutschen RPG-Maker-Community saß und dem Typen, der später Crosscode machen sollte, dabei zusah, wie er auf der PlayStation ein interessantes JRPG gespielt hatte, welches sich später als Valkyrie Profile entpuppen sollte. Ein Spiel, von dem ich bis dato noch nie etwas gehört hatte und dessen Titel ich erst Wochen später zufällig herausgefunden habe. Und dennoch war da etwas an diesem Spiel, das mich mächtig fasziniert hatte. Bis dato hatte ich nicht wirklich die Knete für neue Videospiele und vergnügte mich mit alten MS-DOS-Titeln. Videospiele waren mein großes Hobby, aber in Spielen sah ich eher geradlinige, wenn nicht gar stumpfe Zerstreuung. Weder von JRPGs noch von PlayStation-Spielen hatte ich großartig Ahnung. Damals war Terranigma für mich noch die größte Glanzleistung in Sachen deepes Storytelling. Und so waren diese paar Stunden von Valkyrie Profile das erste Mal, dass mir ein Spiel richtig groß, umfangreich, ja geradezu mächtig vorkam. Eine große Open-World-Spielwelt, die Vermischung von Sidescrolling und rundenbasierten Kämpfen, auf den ersten Blick zweitrangig erscheinende Nebencharaktere, die mit einer emotional geschilderten Hintergrundgeschichte ausgestattet werden, sowie Kämpfe, die eine unermessliche Komplexität zu besitzen scheinen, während sie in epischer Breite ausgetragen werden. Ich gebe bereitwillig zu, dass mein 17-jähriger Flachschädel bis dato nicht geahnt hatte, dass Videospiele eine derartige Achterbahn der Unterhaltung sein können. So sehr das Spiel mich beim Zusehen fasziniert hatte, so sehr mir auch der Titel seither im Gedächtnis blieb, selber gespielt habe ich es nie. Denn irgendwie hat sich ein ziemlicher Respekt vor dem Spiel eingeschlichen, vor allem vor der komplex erscheinenden Mechanik. Etwas, das mich bei Spielen eher abschreckt, da ich Videospiele in erster Linie zur Unterhaltung und zum Runterkommen spiele. Doch das sollte sich nun ändern. Fast forward in die Zeit, als die Welt auf einmal keine Farbe mehr hatte. Es ist immer noch Winter 2023. Eine ulkige Truppe mal mehr oder weniger verrückter, aber allesamt super sympathischer RecInnen macht einen Adventskalender mit Reviews zu PS2-Spielen. Eine weitere Konsole, die ich nie selbst besessen habe und die ich hauptsächlich von biergeschwängerten Abenden mit SingStar und Rockband herkenne. Nun war die Stunde gekommen, um der alten Zeiten willen hemdsärmlich einen PS2-Emulator zu konfigurieren und mich auf ein Spielerlebnis einzulassen, wie ich es bis dato noch nicht kannte. Valkyrie Profile 2. Wie auch sein Vorgänger orientiert sich das Spiel stark an der nordischen Mythologie. Die Walküren sammeln die Seelen verstorbener Krieger für ihren Einherjar, was wiederum die Armee ist, welche bei der Götterdämmerung Ragnarok für Odin kämpfen soll. Und ab da bin ich bei der Story ziemlich abgehängt. Es gibt zwar haufenweise Zwischensequenzen mit Exposition, welche aber wenig Substanz und dafür mehr Soap-Opera-Drama mit überlangen Pausen zwischen den Dialogzeilen haben.
To them, it's all the same. Besides, it's not like you to get upset so easily. Not like me, huh? Was ich bislang so verstanden habe. Wir spielen eine lange vermisste Prinzessin, in deren Körper sich aber auch die titelgebende Walküre Silmeria befindet, was für die Walküre Rist ein Problem darstellt, denn es darf immer nur eine Walküre geben. Die vermisste Prinzessin Alicia muss erstmal in ihr Königreich Dipan zurückkehren, was aufgrund einer kriegsbedingten Seeblockade aber gerade nicht möglich ist. Silmeria rät ihr, gemeinsam mit dem Bogenschützen Rufus durch einen alternativen Weg nach Dipan vorzudringen. Und ab da ist es eigentlich Schnitzeljagdmodus, von A nach B, von da aus weiter und ja. Das Ganze startet in der Hafenstadt Solde. Außerhalb von Kämpfen bewegen wir uns im Sidescroller-Modus fort, betreten Gebäude oder Seitengassen, um in Läden einkaufen zu gehen oder in der Taverne zu nächtigen. In den Dungeons bewegen wir uns ebenfalls sidescrollend. Hier müssen wir uns über Plattformen unseren Weg bahnen, können in Gegner hineinlaufen oder ab und zu muss auch ein Schieberätsel oder sowas in der Richtung gelöst werden. Will man Kämpfe vermeiden, so lassen sich Gegner auch per Schuss einfrieren. Durch einen Schuss auf einen eingefrorenen Gegner tauscht Alicia die Position mit dem Eisblock, wodurch sich höher gelegene Ebenen erreichen lassen. Dieses Feature kenne ich so von keinem anderen Spiel und es erweitert das Dungeon Crawling um ein paar wenige spaßige Rätseldynamiken, beziehungsweise es ist schon ganz cool, wenn man nach einiger Suche dann doch eine geheime Truhe findet. Ab und zu lässt sich eine gewaltsame Konfrontation nicht vermeiden, wodurch wir dann im Kampfsystem landen. Und das hat es in Sachen Komplexität ganz JRPG-like echt in sich. Zunächst landet man auf einer Karte mit mehreren Gegnern. Unter allen Gegnerhorden befindet sich immer ein Anführer. Sobald dieser erledigt wird, ist der Kampf beendet, egal ob sonstige Lakaien noch stehen können. Was nach actionorientiertem Kampf aussieht, ist aber noch immer rundenbasiert. Kind of. Nur solange man seine Spielfiguren bewegt, bewegen sich auch die Gegner. Das hab ich, Vollidiot, erst nach gut 2 Stunden Spielzeit bemerkt, bis dahin habe ich mir dauernd voll den Stress gemacht. Es gilt, einem Gegner so nahe zu kommen, dass man diesen in Angriffsradius bekommt, ohne aber in dessen Sichtkegel zu landen, da sonst der Gegner zuerst angreift. Entscheidet man sich dann, zu dem Angriff überzugehen, kann man durch Tastendruck nacheinander seine Figuren auf den Fiesling eindreschen lassen. Die Anzahl der möglichen Angriffe orientiert sich dabei an der Menge an übrigen Aktionspunkten und daran, wie viele Schläge pro Zug eine Waffe zulässt. Hier ist auch das Timing entscheidend. Einige Angriffe taugen besser dazu, Gegnern die Rüstung zu zerschmettern. Diese sollten natürlich möglichst früh im Zug ausgeführt werden. Andere Angriffe eignen sich gut dazu, Gegner in die Luft zu schleudern, während weitere Angriffe gerade geschleuderten Gegnern besonders zusetzen. Hier hilft nur ausprobieren, beobachten, kombinieren. Ab und zu erzeugt man einen Break-Mode, in dem man so viel wie man möchte auf den Gegner eindreschen und ihm damit meist ziemlich effektiv den Garaus machen kann. Und wiederum ab und zu kann man einen Spezialangriff mit einer übertrieben langgezogenen Angriffsanimation starten, ganz wie man das vom ersten Teil her noch kennt. Man startet zwar mit einem Tutorial, doch man braucht ein wenig, um sich in diese Mechanik reinzufuchsen und noch mehr, um rauszufinden, wodurch genau man sich Vorteile erschaffen kann und wovor man sich wiederum schützen muss. Und dazu kommt, dass der Schwierigkeitsgrad unbarmherzig von jetzt auf gleich anzieht, dass euch die Ohren wackeln. Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen ist dann die Tatsache, dass das Spiel absolut keine Fehler verzeiht. Falschen Knopf gedrückt? Tja, jetzt wirst du leider erstmal komplett ohne Aktionspunkte von Gegnern umstellt und möglicherweise sind noch vor dem ersten Zug 2 deiner 4 Kämpfer tot. Aus Versehen mal in einen Sichtkegel reingedasht, gibt einen ordentlichen Schlag ins Fressbrett, Junge. Mit einem Mal bin ich genau da gelandet, wo ich befürchtet hatte, dass ich landen würde. Es konnte ja nicht sein, dass das Spiel wirklich so unschaffbar schwer ist. Aber offenbar hatte ich nicht genug aufgepasst, irgendeine Mechanik nicht aufgeschnappt oder zu schnell als nichtig abgetan. Klar, es gibt da ein paar wenige Kleinigkeiten, die ich nicht beachtet hatte bis dato. Diese Geschichte mit den Orbs, die Umgebungsvorteile schaffen können oder der Einsatz von Zaubersprüchen oder das Skillsystem, das jeder Held hat oder die Tatsache, dass ich die Helden meines Einheria etwas besser hätte durchtauschen können. Oder die Kombination von Accessoires, die korrekt abgestimmt zusätzliche Fähigkeiten hätten erstellen können. Oder auch das Zusammenspiel von... Ja und so weiter und so fort. Während ihr euch durch die Wohnhäuser in den Städten schleicht, werdet ihr immer wieder auf Bücher stoßen, die euch einige Mechaniken näher bringen und Tipps geben. Ich habe mir das nur sporadisch durchgelesen, befürchte aber, dass genau das den Reiz von diesem Spiel ausmachen soll.
Wenn man nicht weiterkommt, muss man sich etwas mehr in eine andere Mechanik einlesen und so lange Kombinationen austesten, bis man eine vielversprechende Lösung für sein Problem gefunden hat. Ich habe zum Beispiel einen Playthrough gesehen, in dem die Spielerin viel Erfolg damit hatte, indem sie haufenweise Giftschaden ausgeteilt hat. Aber wo bekomme ich denn jetzt eine Waffe her, die zuverlässig Giftschaden produziert? Es ist wirklich eines dieser Spiele, welches einen Spieler dafür belohnt, sich richtig in die Spielwelt und die komplette Technik dahinter zu vertiefen. Und dafür bin ich nicht bereit. Nicht mehr. Aus den bereits genannten Gründen fehlt mir die Geduld und bei komplexen Mechaniken muss man mich an die Hand nehmen. Sind wir mal ehrlich, ohne Parappa die alte D&D-Enzyklopädie hätte ich es auch niemals geschafft, mich durch Baldur's Gate durchzufuchsen. Da ich aber an die Hand genommen wurde, habe ich nach und nach ziemlich gut die Mechaniken verstanden und konnte Spaß an dem Spiel finden. Aber um noch ein paar Worte zu Valkyrie Profile 2 zu verlieren. Objektiv kann ich auf jeden Fall sagen, dass das Spiel sehr schön gemacht ist. Und es ist auf jeden Fall fordernd. Es bietet genügend Mechanik, um Hardcore-JRPG-Fans was an die Hand zu geben und den Wiederspielwert zu erhöhen. Objektiv bin ich mir sehr sicher, dass es mindestens ein gutes PS2-Spiel und mindestens ein sehr gutes JRPG ist. Es sieht gut aus, sicher auch für die damalige Zeit nicht bahnbrechend, aber hübsch anzuschauen. Grafikfehler aus diesem Video sind dem Emulator geschuldet. Es lässt aber die unique Marke vermissen, bei der der erste Teil zugegebenermaßen auch eine harte Vorlage gemacht hat. Zu keiner Zeit hatte ich das Gefühl, dass es sich hier um ein Open-World-Spiel handelt. Der Verlauf ist super linear. Und Nebencharaktere kommen mit viel zu wenig eigenem Charakter und meistens nahezu ohne Hintergrundgeschichte daher. Was ist hier passiert? Die Musik leidet einzig darunter, dass sie sich zu stark wiederholt und man manche Themen irgendwann nicht mehr hören kann. Vor allem die ersten Sekunden des normalen Kampfthemas. Ähnlich ist es mit den Schmährufen der Helden. Manchmal habe ich meinen Anharia nur geändert, um bestimmte Zitate nicht wieder und wieder hören zu müssen. Hoch anrechnen möchte ich dem Spiel aber dennoch, dass es viel Lore anbietet. Besagte Bücher in fremden Häusern enthalten nämlich nicht nur wertvolle Tipps, sondern auch Hintergrundinformationen für die Generation der Spieler, die sich auch in Skyrim schon jedes Buch durchgelesen haben. Meine subjektive Meinung noch zum Abschluss. Ich hatte eine Zeit lang meinen Spaß, habe aber den Eindruck, dass ich sehr viel mehr Zeit, Schweiß und Ehrgeiz in das Spiel stecken müsste, als ich dafür bereit wäre zu opfern. Ich bin nun mal kein Fan von JRPGs, bin's nie wirklich gewesen, werde ich wohl auch nie werden. Es ist immer noch Winter 2023 und aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund schneit es jetzt auch noch in meinem Haus. An Valkyrie Profile 1 habe ich mich noch immer nicht herangetraut, doch immerhin an das Sequel. Ich bereue nichts. Und trotzdem bleibt der fade Nachgeschmack der Niederlage und die beißende Erinnerung, dass ich mich damit ein bisschen zu weit in ein Genre gewagt habe, für das ich einfach nicht geschaffen bin. Und so schließt sich nach 14 Stunden Spielzeit und einigen Niederlagen traurig der Vorhang. No matter how much you try, you curse, you cry, you despair, and you die.